Lordship Salvation beruft sich auf den Fakt, dass wir an den Herrn Jesus Christus glauben müssen oder den Herrn Jesus bekennen müssen. Sie sagen aber, siehst du, um gerettet zu werden, musst du Jesus zu dem Herrn deines Lebens machen. Also wenn er der Herr deines Lebens ist, dann bedeutet das, dass du ihm gehorchen musst. Denn er hat gesagt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Also im Grunde genommen verdrehen sie es. Anstatt dein Vertrauen auf eine Person zu setzen, den Herrn Jesus Christus und sein Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung für dich als dein Ticket in den Himmel, stattdessen sagen sie, du musst ihn zum Herrn machen, beziehungsweise er muss der Herr deines Lebens sein, in dem Sinne, dass du ihm gehorchen musst. Also, das ist einfach nur eine andere Form der Erlösung aus Werken, wo du all die Gebote halten musst und all die Werke tun musst, die Gott dir befohlen hat, denn dadurch machst du ihn zum Herrn. Und die Person, die berühmt-berüchtigt dafür ist, ist John MacArthur. Er schrieb ein Buch, genannt das Evangelium gemäß den Aposteln. Und es ist eines der bösartigsten Bücher. Es lehrt volle Karnewerksgerechtigkeit. Es verdreht das Evangelium und lass ihn verflucht sein. Denn wir müssen der Person, dem Herrn Jesus Christus, glauben. Wir müssen ihn nicht zu dem Herrn unseres Lebens machen, denn das ist Werke. Und die Bibel sagt, dass die Erlösung nicht aus Werken ist, damit sich niemand rühme. Es ist aus Gnade durch Glauben. Und wer dagegen keine Werke verrichtet, hier ist ein großartiger Vers. Sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Und es ist ohne Werke, wer dagegen keine Werke verrichtet. Römer 4, Vers 5 bis 8. Das ist es nicht, was Lordship Salvation lehrt. Sie lernen, dass du die Werke tun musst. Und sie haben einen Haufen mentale Gymnastik, um das zu verdrehen, aber es ist letzten Endes Werksgerechtigkeit.